Was machen wir jetzt Spannendes? Jetzt kommen doch eigentlich schon die verstärkten Bauteile rein, oder? Nein, das ist erst Einsatzschrauben. Ach so. Die Verschraubung ist relativ aufwendig. Muss ich mich noch kurz gedulden, bis die schönen Bauteile reinkommen? Okay. Herzlich willkommen zu Grip Originals. Ich bin's wieder, der Nikolai. Und heute dreht sich wieder alles um den Hurricane 2. Wir sind nämlich im Teil 4. In der letzten Folge ist ja der Motor rausgekommen. In dieser Folge bauen wir einen 1000 PS Motor auf. Ich habe schon lange kein Auto mehr gehört, was so geil klingt. Deswegen habe ich jetzt mir den M4 geschnappt. Und ich glaube, ihr habt auch schon lange keinen Sound mehr gehört. Das ist ein geiler Sound, den der M4 hat, ne? Aber ich bin gespannt, wie der M5 so klingen wird. Und dafür müssen wir jetzt weitermachen. Wir gehen rein und bauen den 1000 PS Motor auf. Wir sind wieder beim Jan. Das ist nämlich unser Profi hier, unser Spezialist. Jan, wie machen wir denn heute weiter? Also, der nächste Step ist eigentlich, dass wir die Kurbelwelle wieder einbauen. Ja. Vorher machen wir noch die Öldüsen und nach der Kurbelwelle werden wir dann die 8 Kolben mit den neuen Pleuelen montieren. Ihr fragt euch bestimmt, warum haben wir den ganzen Motor eigentlich auseinandergebaut? Weil da müssten wir eigentlich, um die Kolben und Pleuel zu wechseln, müssten wir gar nicht den ganzen Motor auseinanderbauen, gell? Nein, wir wollten sicher gehen, dass auch wirklich alles in Ordnung ist und haben den Block deswegen komplett zerlegt, um ihn auf Beschädigungen und auf eventuelle Risse zu prüfen. Okay, das war eigentlich der hauptsächliche Grund. Die Kurbelwelle, die hier reinkommt, haben wir gereinigt. Genau, wir setzen jetzt die Öldüsen alle ein und dann geben wir auf die Schrauben Drehmoment drauf, bevor wir dann mit der Kurbelwelle und den Lagerstühlen weitermachen können. Jetzt kommt die Hauptlage. Die Lagerschalen haben eine entsprechende Festigkeit und auch Gleiteigenschaften, auch Notgleiteigenschaften. Mhm. Die werden natürlich mit Öl versorgt, weil das eine hydrodynamische Gleitlagerung ist. Da sind ja keine Kugellager eingebaut, sondern es sind Gleitlager. Und da läuft die Kurbelwelle praktisch in einem hauchdünnen Ölfilm. Die sind aus Stahl und haben eine entsprechende Beschichtung. Und sollte sich die Beschichtung aus irgendeinem Grund, wenn die beschädigt wird, dann gibt es noch eine Notlaufeigenschaft. Das heißt, da ist noch eine Opferschicht drin, damit bei einem Ölmangel oder bei einem Ölausfall nicht sofort die Kurbelwelle frisst. Senkrecht absenken und nicht verkanten, sonst kriegst du sie nicht rein. Und jetzt, wenn alles passt, müsste man sie drehen können, oder? So. Wunderbar. Jetzt kommen die Lagerschalen, die wir hier noch einbauen müssen, weil sonst würde sie ja nach unten rausfallen, die Kurbelwelle. Jetzt dehnen wir die Schrauben, indem wir sie über 125 Grad anziehen. Die Schraube wurde jetzt ein bisschen länger. Wir haben die nochmal angezogen über 125 Grad, wie es in der BMW-Beschreibung auch drin ist. Und das ist genau identisch. Was machen wir jetzt Spannendes? Jetzt kommen doch eigentlich schon die verstärkten Bauteile rein, oder? Nein, das ist erst Einsatzschrauben. Ach so. Die Verschraubung ist relativ aufwendig. Muss ich mich noch kurz gedulden, bis die schönen Bauteile reinkommen? Okay.
Jan, das war jetzt die letzte Schraube, oder? Richtig. Als nächstes können wir Kolben und Blaue vorbereiten für den Einbau. Okay, also wir drehen jetzt beide einfach mal fest und dann messen wir, wie lang die Schrauben sind. Richtig, genau. Okay. Und jetzt will ich wissen, was die Schraube im unangezogenen Zustand für eine Länge hat. Also 70, 75, genau. 76. 55,76. So, jetzt gehen wir da wieder unser Drehmoment drauf. Wir müssen ja überprüfen, ob das wirklich auch das, was wir denken, dass es sich verändert, auch hat. Und das machen wir jetzt hier. Wir haben davor ein Maß gehabt, 55,76. Und jetzt danach haben wir welches Maß, Jan? 55,90. Und das ist jetzt in unserer Toleranz? Wir haben jetzt eine Längenänderung von 14. 1,4 Zehntel, 14 Hundertstel. Also liegen wir drin? Wir liegen drin. Jetzt haben wir die Längenänderung ermittelt. Das heißt, ich habe für jede Schraube ein Drehmoment ermittelt, was ich später im Einbau im Block brauche. Ja. Die nächste Montagegeschichte ist, wir montieren den Kolben mit dem Bolzen an das Pleuel dran. Also Jan, wir haben jetzt hier diesen Sicherungsring. Der gehört hier rein in die Nut, oder? Heißt, ich nehme den, drücke den hier rein. Ich ziehe, glaube ich, lieber eine Schutzbrille an. Und dann drücke ich das Ganze hier rein. Soll nach 12 Uhr die Nut, hast du ja gesagt, gell? Ja. Ja, es zwickt. Ist nicht so einfach, ne? Du kennst das ja und du hast das ja schon ein paar Mal gemacht. So. Und drin ist das Ganze. Jetzt kommt der Bolzen. Jetzt nehmen wir unser Pleuel, stecken das hier ungefähr in eine Flucht mit dem Ganzen und gehen hier auf den Kolbenbolzen. Wir nehmen uns nochmal einen Sicherungsring, schauen auch wieder, dass es auf 12 Uhr zeigt. Wieder relativ viel Kraft rein. Ganze. Und dann haben wir alles verbunden miteinander und können das im Motor einsetzen. Sieht man einmal den alten, natürlich total verkokt. Hier einmal neu mit reduzierter Verdichtung. Die werden jetzt vorbereitet für den Einbau. Genau. Dann nehme ich mir gleich hier das erste, was ich hier rausgenommen habe, mache die Lagerschalen raus und setze die hier rein. Hier unsere Liste mit den ganzen Notizen, was der Jan alles fleißig erarbeitet hat. Wie viele Newtonmeter kommen jetzt auf welche Pleuel bzw. auf welche Schrauben? Die drehen wir jetzt hier genau mit den Newtonmeter an und dann haben wir die Längung, was wir drüben ermittelt haben. Also liegen wir in der Toleranz. Die kriegt jetzt wie viel? 95. Also exakt 95. Du hast hier 95 eingestellt. 95 grün auf 1. Wir sind soweit fertig. Wir machen morgen damit weiter und werden euch natürlich auf die Reise mitnehmen, was wir morgen alles noch machen werden. Dazu morgen mehr.
Der Jan war fleißig, der ist gut vorangekommen. Der erste Kopf ist schon drauf, oder? Ja, wir wollen jetzt die Zylinderkopfschrauben anziehen. Wir kriegen jetzt einen Voranzug. Und dann kommt zweimal ein Drehwinkel drauf. Und dann müsstest du wieder mitgucken, ja, dass wir die Reihenfolge einhalten und dass du ein bisschen den Motor hältst, weil wir den sonst mit seinem Montagewagen verziehen werden. Okay. Wir haben hier auf der Seite die Steuerzeiten schon eingestellt. Das werden wir jetzt zusammen mit euch auf der rechten Seite, müsste das sein? Ja, genau, die rechte Seite, werden wir jetzt noch zusammen die Steuerzeit einstellen. Jetzt sind wir soweit, das ganze Triebwerk ist komplementiert, es fehlen nur noch die Turbos, sind jetzt die letzten Schritte für den 1000 PS Motor mechanisch. Danach geht es dann ins Fahrzeug wieder. Wir widmen uns jetzt den Turbos, weil das sind die letzten Schritte, die jetzt noch reinkommen. Die haben wir jetzt soweit vorbereitet. Wir haben einmal von den 830 PS Variante die ganzen Anschlüsse auf die 1000 PS Variante geschraubt und die kommen jetzt rein ans Triebwerk. Das war's mit Teil 4. Nächstes Mal geht es weiter, wie dieser Motor in das Fahrzeug kommt und wir den 1000 PS näher kommen. Für alle, die jetzt noch dran geblieben sind, gibt es noch ein paar schöne Bilder vom M4.